Ab Januar darf man nur noch mit FFP2-Maske in Geschäfte gehen. Jetzt machen wir gleich mal den Test und gucken nach, ob man es im Aldi, ob das auch für den Aldi gibt und für den Discounter. Ja? Willst du mitschwätzen? Jetzt warte doch. Ja, jetzt macht er kurz Stress wieder. Und dann muss halt auf der Bezeichnung hier von der Maske muss FFP2 draufstehen. Oder hier dieses 95. Und hier, wo steht's? FFP2, irgendwas mit. Sogar. Jetzt gucken wir mal nach, ob es einem Aldi auch gilt. Jedenfalls sind diese OP-Masken, obwohl sie noch gut und ganz sind, die taugen jetzt nicht mehr. Dann nehmen wir auch gleich unsere neue Maske mit. Was also steht? Hier steht mit medizinischer Maske und hier hat es aber gerade FFP2 anzeigen. Wo, hier? Ja. Beim Aldi-Schild. Mal gucken. Und da steht medizinische Maske, okay. Rose brauche ich einen 20 Watt Strahler. Ich kann es empfehlen, kann ich nicht das Erdnussöl. Was kostet es? Kann man sogar zwei kaufen.